Na, wie auch immer, der macht auf jeden Fall Krark. Wieso regt er sich denn so auf? Er sieht aus, als würde ihm gleich Dampf aus den Ohren schießen. Meister Dektuar hat unter anderem überaus wirksame Medizin hergeschüttelt. Bürger der Stadt kamen zu allen Tages- und Nachtzeiten, um seine Hilfe zu erbitten. Und trotz der Hilfe, die er allen anbot, behaupteten die Leute hinter seinem Rücken, dass er sich mit Hexerei abgab. Also habt ihr zusammen mit einem Nachbarn die Tür eingeschlagen? Ja, als ich ihm die Situation erklärt hatte, holte er eine ab. Dann hat er die Tür mit großer Kraft in Schatücke geschlagen. Ich verschattehe. Also dieser Nachbar! Macht ihr nicht Wer war da? Nach? Das war's. Nein! Verzieh dich! Schon wieder er! So ein Blödsack! Macht er das eigentlich denn bei jedem Prozess? Ich meine, der war ja schon mal im ersten. Aber immer springt er von da oben runter. Ja. Dem muss das Spaß machen. Das ist jetzt schon das dritte Mal, oder? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, bei dem zweiten war er doch schon gleich drin. Ruhe! Oh, ja? Ist es möglich, dass ihr derjenige wart? Er hat es sogar selber gesagt, das finde ich ja schön. Aber ja, er könnte ja sein, es könnte sein, dass das der Nachbar war. Aber wieso? Meine Kamera hat sich schon wieder verschobelt. Verschobelt? Mhm. Und der Boden bob. Der Boden bob und die Kamera verschob. Verschobelte sich. Die Kamera schob, der Boden bob. Daraus könnte man ein Gedicht dichten. Oh Gott, nicht noch eins. Wieso? Das Laborchef Dr. Klenke nicht war doch schön. Okay, das stimmt. Vor allem viel besser als seine früheren Gedichte. Boah. Was kann es denn nur sein? Es müsste wohl das Fenster sein. Wessen Fenster war es wohl? Sein. Es war ihm sein Fenster sein. Es musste ihm sein Fenster sein. Ja, ja. Sehr witzig. Ey, der ist schon wieder weg. Du denn hin, Opa? Ich bin hier. Und wer ich wohl bin? Und wer ich wohl bin? Der Weihnachtsmann. Wer ist es? Moment, vor allem, warum hat er jetzt drei Fragezeichen als Namen? Wir sind doch hier gar nicht bei die drei Fragezeichen. Ist ja nicht so, dass wir ihn nicht schon könnten. Kennten. Kinten? Was weiß ich. Ja, wir kinden ihn. Wir haben ihm eine Kopfnuss mit dem Kinn verpasst. Wir haben ihn gekinnt. Ich bin der Nachbar des Alke Dings und auch ein Zeuge in diesem Fall. Alke. Also jetzt aber mal. Alko, Mist. Was machst du denn, Joey? Warte mal kurz. Oh. Ich bin gleich wieder da. Jo. Oh, ja, ey, oh. Ich bin nur von... Moment, dann machen wir gleich eine Pause. So. So, oh. Die scheiß Kamera. Ist sie noch da? Oh, okay. Bist du schon wieder da, Marc? Ja. Ja? Ich war nur ungefähr wenige Sekunden weg. Weißt du was? Das ist auch eine sehr gute Zahl, um sie mit ungefähr einzuleiten. Wenige Sekunden. Weißt du was? Nee. Wir haben einen Brief gekriegt, denn wir sind ganz schön schlau. Was? Nein, das war eine Anspielung auf etwas. Außerdem habe ich gerade das 3DS-Fenster weggeklickt gehabt, versehentlich. Und das andere. So, jetzt haben wir es wieder. Nein, ich hab einen Brief gekriegt, da ist was drin. Der wurde mir unter der Tür durchgeschoben. Mhm, ist ja Schiebung. Das ist ja Schiebung, genau. Hm. Ja, also über Bob den Boden ist der geschoben worden. Na gut, ich würde sagen, wir haben jetzt auf einmal Alkomist.
Was haben wir? Alkomist. Das ist ein abwertendes Alkomist? Wort für alkoholische Getränke übrigens, ja. Nein, okay. Nein, weil der Vidian doch sagt Alchedings. Finde ich ein gutes so. Wortspiel. Stimmt. Ach, der sagt wieder nix. Da hatten sie wohl keinen Synchronsprecher für. Hätten sie doch Randall genommen. Der hatte sich ja noch nichts zu tun. Gerechtigkeit, ja, sie ist wie die ans Sport. Bei jedem Verbrechen ist die Spürnase vor Ort. Einspruch. Ja, der ist doch keine Spürnase, der ist eine Saufnase. Ihr schon wieder. Och nee. Ja, ich bin's, Viridian Forest. Oder wie hieß das nochmal? Viridian Forest? Ach so. Vertaniawald. Ja, ich bin es, Vertaniawald. Wie geht's dir, Blaumeise? Seid ihr wirklich der Nachbar des Amethysten? So wirklich, wirklich? Ich weiß, ne? Was ein Zufall, oder? Ja, sein Haus steht direkt neben meinem. Nach jedem Schlag steht er wieder auf. Selbst Spott und Hund kommt Vidian, nimmt Vidian in Kauf. Hey, das ist lustig, das wäre lustig, wenn das jetzt auch über diesen Händler erzählt würde. Spott und Hohn nimmt er in Kauf. In Zahlung. Deshalb und nur deshalb habe ich euch aufgetragen, mit der Fragerei aufzuhören, wer nun der vermaledeite Nachbar sei. Er wusste es. Warum dieser kalte Tonblechmeister? Dem harten, kalten Blick nicht gewachsen, muss Vidian alles dem Kelch überlachsen. Ich rieche ein bisschen nach Katzensabber an der Hand. Und Mark riecht nach dem Sabber von Katzen. Auch ein schöner Reim. Und dieser Musikant neben euch. Ach genau, das ist mein privater Bade. Pavarotti, ein echtes Musiker. Haltet ein, haltet ein. Oje, oje, Mini. Oje, du mich auch. Jetzt wird's echt krank. Wir müssen die Verhandlung verschieben. Ist das fast einmal angeschlagen, muss man es auch leer trinken. Weiter im Text. Genau. Great. Now let's get back to the game. Ist das fast einmal angeschlagen, dann... Ja, muss man es verarzten. Ist das fast einmal angeschlagen, muss man trinken, bis man selbst angeschlagen ist. Weiter im Text. Zeuge, da ihr nun schon mal hier seid, könnt ihr auch gleich aussagen. Schon wieder. Erzählt dem Gericht, was ihr am Morgen nach dem Verbrechen bezeugen konntet. Also ich kann euch sagen, was ich an dem Morgen nach dem Verbrechen zeugen konnte. Es war ein Ziegenkind. Du kannst doch... Wo waren sie denn in der Nacht des Verbrechens? Zu Hause? Zeugen? Ja, habe ich versucht. ich suche gerade was. Und zwar... Yeah, baby, yeah! Apropos, du machst gar keine mehr. Kann das sein? Ach, ich habe total... Ja. Du musstest ja erstmal voll auf das Erdbeben achten. Ach, hat er jetzt übrigens schon mal auf den Tisch gehauen oder nicht? Seither nochmal? Ja. Meinst du? Ja. Ich glaube nicht. Okay, gut. Darf ich das ein Stück hier rüberschieben? Ja, stück's mal ein Schieb rüber. Hier reicht schon. Ist okay? Ja, ist okay. Juhu! Oh ja, wohl mir plötzlich sonnenklar, die Hexe hat Umbra benutzt. Genau wie in diesem Fall. Aha.
In diesem Moment kam ein Nachbar zu Besuch, also haben wir die Tür gemeinsam. Okay, und dann war das der da. So, wollen wir ihn angreifen erstmal, oder? Ja. Oder erstmal durchlaufen, ja. Das war schon alles, hm? Ich habe nicht erwartet, dass der schon wieder auftaucht, aber langsam sollte ich es besser wissen. Entschuldigung, Phoenix, ich will deine Gedankengänge nicht stören. Dann tu es nicht. Hm? Oh, das ist schon in Ordnung. Was ist denn? Wie Luke guckt. Da hinten. Da hat jemand sein Kaugummipapier weggeschmissen. Ja, so schaut er wirklich. Das ist ja eine Unverschämtheit. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt, aber ich habe mir über Vedians Aussage leider keine Gedanken machen können. Denn da hinten liegt ein Kaugummipapier von irgendeinem Rüpel weggeschmissen. Und ich kann mich nur darauf konzentrieren. Ich denke, was er gesagt haben könnte, ist etwas eigenartig. Das ist der totale Schwachsinn, Mann. Genau. Ja, wie soll ich es sagen? Er ist recht widersprüchlich. Oder? Nicht, dass ich wüsste. Aber der hört sich doch widersprüchlich an, oder meinst du etwa nicht? Nein, wirklich nicht. Okay. Oh, er wollte unbedingt aussagen. Vielleicht sollten wir ihm etwas Aufmerksamkeit schenken und die Widersprüche aufzeigen. Das ist das Problem, wenn ich nebenbei immer den nächsten Ton raussuche, der irgendwie passen könnte. Ja. Weißt du, was Luke gerade zeigt? Laborchef Dr. Klink? Ja, an einer bestimmten Stelle. Und da kann er leider nicht sein etwas auseinanderziehen. In der Tat, weil es dazu beiträgt, die Wachstum... Mann! Hast du in der Tat immer noch nicht einzeln? Nein, ich hab's noch nicht einzeln. Mann! Oh. Schade. Ja. Naja. Ja. Okay, auf jeden Fall, Luke zeigt mit seinen Fingern so eine gewisse Größe von etwas. Und zwar von, wie du es gerade eben schon gesagt hast... Laborchef Dr. Klink. Woher er das weiß, weiß ich nicht. Er weiß es bestimmt von... Hey. Oh nö, das geht auch nicht. Die Tastenkombination funktioniert nicht. Moment, ich muss das mal... Jonathan Frakes. So. Echt? Ich dachte eigentlich... Das ist der Mario! Stimmt, irgendwo... Ja. Müsste es ja das sein. Ja, stimmt. Also das, was er zeigt, das ist der Mario. Tolle Idee, Luke. Was hat er für eine Idee? Ich weiß nicht mehr. Also ich werde auf jeden Fall nochmal, ich werde ihn mal angreifen. Lydian angreifen. Moment mal. Könnt ihr mir erklären, wie ihr plötzlich zu dieser Erkenntnis gekommen seid? Klar, als die Inquisitoren vorbeikamen, habe ich einen Blick auf den Ort des Verbrechens geworfen. Dabei habe ich sie darüber sprechen gehört. Ich war überrascht, weil sie wohl das gleiche gedacht haben wie ich. Mann, die wissen, was sie tun, habe ich mir gedacht. Puff. Der hat aber auch einen harten Schlag drauf, aber nicht so hart wie... Nicht so hart wie Flammenberg. Laborchef Dr. Klink? Nein, wie Flammenberg. Ach so. Jonathan Frakes. Warte mal, Flammenberg ist das nicht? Das ist der Mario! Nein, das ist der Randall. Es muss Umbra gewesen sein. Oh, das ist der totale Schwachsinn, Mann. Apropos, der totale Schwachsinnmann wurde mir tatsächlich schon gezeichnet. Ich kann leider kein Bild davon in die Kamera halten, weil ich habe keinen Star parat. Schade, wer hat's denn gezeichnet? Laborchef Dr. Klink? Nicht ganz. Juhu! Er hat sie also belauscht.